Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Heute ist Mittwoch und das heißt, Mittwoch ist Fitwoch. Genau, heute erzählen wir euch ein bisschen was über unser Gewicht, wie wir uns ernährt haben, wie wir uns fühlen. Was machen wir noch? Wie wir uns bewegt haben oder auch nicht bewegt haben und was wir so gegessen haben, was wir gekocht haben und was wir für euch haben. Denn ein Gewinnspiel. Ja, wir haben ein kleines Gewinnspiel oder eine kleine Verlosung für euch. Wir haben mit Patrick gesprochen und wir möchten euch 5 Bücher verlosen von seiner neuen Show. Also seine neue Show wird heißen Essen erlaubt. Und dazu gibt es auch ein Buch. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir verlosen einfach 2 auf YouTube, 2 auf Facebook und ein Buch auf Instagram. Dann ist das so ein bisschen verteilt. Also ihr könnt quasi überall mitmachen. Ja, und alles, was ihr dazu tun dürft, ist... Ja, ist Daumen nach oben, also liken, sei es das Video, sei es ein Kommentar auf Facebook oder das Bild auf Instagram und einen Kommentar hinterlassen. Ja, schreibt einfach in die Kommentare... Ich freue mich, ich will es gewinnen oder ich bin voll motiviert. Oder irgendwas mit Mittwoch, Fitwoch. Oder Hashtag Mittwoch, Fitwoch. Ich bin dabei, ich mache mit, denn Essen erlaubt und weil ich es total gerne. Also ihr könnt eigentlich schreiben, was ihr wollt. Wir sind total gespannt drauf. Ja, aber nur nette Sachen. Nur nette Sachen, ja. Genau. Dürft alle schreiben, ja. Okay, ja. Genau, das haben wir für euch in diesem Video. Ja, also wir fühlen uns eigentlich sehr gut, abgesehen von der Erkältung, die uns natürlich auch in Bezug auf den Sport leider etwas einschränkt. Ein bisschen also, schlapp macht sozusagen. Ja, so ein bisschen schlapp. Man merkt einfach, dass einen das so ein bisschen schlaucht. Man wacht morgens auf und so denkt sich so, oh, voll krank. Und dann geht man duschen, macht sich fertig und es geht doch. Und ja, aber ernährungsbedingt fühle ich mich, wenn ich jetzt von mir spreche, sehr gut. Ich fühle mich auch nicht schlecht, obwohl ich zwischendurch auch mal 1 bis 2 Smarties gegessen habe. Das ist ganz wichtig für mich auch, dass ich da jetzt nicht so, boah, auf keinen Fall. Aber ich habe jetzt gestern bei Instagram gepostet, dass ich durch die Weihnachtsabteilung gelaufen bin, wo so die ganzen Weihnachtssüßigkeiten waren. Man atmet so tief durch und denkt sich, okay, kaufst du jetzt keine... Hier spukt. Ja, kaufst dir jetzt keine 3 Packungen Lebkuchen und das und das und isst das abends vorm Fernseher wie 10 Scheiben Brot, sondern du gehst dran vorbei, atmest durch und denkst dir, tschakka, geschafft. Ja, ich habe mir dann einen Rotkäppchensaft gekauft, das war morgens und ja, habe mir keine Süßigkeiten gekauft, aber es gab auch Tage, da sind wir lange spazieren gegangen, wie wir ja immer so schön sagen, also zügige spazieren gehen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe so Lust auf ein Mars-Eis. Und dann habe ich gesagt, Christian, isst du auch eins? Und ein Snickers-Eis. Genau, ich mache das ja dann auch. Und ich nach einem langen Spaziergang, wenn wir sagen, hey, ich glaube, das können wir uns gönnen. Da haben wir uns dann einfach ein Mars-Eis und ein Snickers-Eis gekauft. Und dann war gut. Ja, also, und das war auch nicht morgens um 8. Genau. Hallo, jetzt ist unser Kater da. Wolltest du auch mal eine sagen? Hallo! Oh, du bist ganz kalt, ne? Ja, oh, ist ja kalt draußen. Eisig kalt. Eisig kalt. Ja, genau, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema über, Thema Sport, Bewegung und so weiter. Also, was wir halt auch gemacht haben, ist einfach, dass wir uns nur noch bewegt haben. Das heißt, selbst Parkplätze haben wir uns dann eher gesucht, die ein bisschen weiter weg waren, weil wir dann gesagt haben, ey, da haben wir wenigstens noch ein paar Schritte, die wir auch zählen können, die wir hier über unsere Uhr auch zählen können. Das ist echt super. Wir haben uns halt ein Tagesziel von ungefähr 10.000 Schritten ausgesucht und ja, fast jeden Tag erreichen wir das. Ja. Ne? Also allein durch wir gehen zum Kindergarten, wir gehen einkaufen, also wirklich alle Wege, wie wir es auch schon im letzten Video auch schon gesagt haben, alle Wege, die wir eigentlich so zu Fuß erledigen können, das machen wir auch. Ja, und man wählt irgendwie nicht mehr die Abkürzung, sondern man geht außenrum oder man macht vielleicht eher mal einen kleinen Umweg, wenn es die Zeit zulässt und das ist irgendwie so perfekt in den Tag integriert, muss ich sagen, das ist echt cool und man merkt, man läuft voll gerne. Genau, auch, ne? Und es funktioniert also, auch einfach neben der Arbeit. Also wir arbeiten ja beide auch im Büro und so weiter, wo wir eigentlich den ganzen Tag sitzen. Und trotzdem kommen wir eigentlich morgens, mittags und abends irgendwie raus und machen halt irgendwie was. Ja. Also es funktioniert ganz gut. Und es ist keine Einschränkung. Mm-mm. Nö.
Ja, und wie gesagt, das Sportprogramm, was wir mit Patricks DVD ja machen, das hat jetzt durch die Erkältung so ein bisschen geruht, würde ich mal sagen. Ich will jetzt nicht sagen, Kork haben wir ganz gelegen, aber es ist schon sehr anstrengend. Man merkt es schon, wenn man irgendwie die Treppen raufgeht, dass man natürlich nicht so viel Puste hat und dann sollte man ja auch ein bisschen auf sich aufpassen und der Körper wird ja auch krank, weil er um Hilfe schreit nach ein bisschen Ruhe und schonen und so. Ja, und sobald es uns etwas besser geht, starten wir wieder voll durch. Genau, doppelt so viel. Nein. Nein, Ja. aber was auch ganz gut ist, ist halt auch das Thema Ernährung. Wir haben euch mal in einem Video auch schon gezeigt, wir haben ja Eiweiß-Pancakes gemacht zum Genau, die haben wir Frühstück. zwischendurch schon mal veröffentlicht. Richtig, ne? Wir verlinken Und euch das unten in der Beschreibung. super, super lecker. Also sehr eiweißlastig, muss ich sagen. Das ist auch perfekt einfach. Und wir haben sie auch sogar süß gegessen. Also Ja, alles also ich muss super. sagen, ich brauche schon so meine Süßigkeit und wenn man schon früh etwas süß startet, ist so dieser Heißhunger schon so ein bisschen gestillt. Gebändigt. Genau, und wir haben diese Pancakes gemacht und ich habe auch einen mit ein bisschen Nutella gegessen Habe ich auch. und ein bisschen Agavendicksaft oder mit Früchten und so. Also wir haben schon das auch gesüßt, richtig, und ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man so sieht, so, oh, so voll viel Pancakes und leckeres Frühstück und so. Und wenn man sich das schön herrichtet, dann ist tatsächlich auch gesundes Essen lecker. Vor allen Dingen, das, wie viel, also wir haben ja Dinkelkorn benutzt oder Dinkelmehl, Dinkelvollkornmehl. Dinkelvollkornmehl und da sind gerade mal 50 Gramm drin. Also der Rest ist Es ist wirklich halt, auch ja, das Eiweißpulver, Backeiweiß genau, das und Backeiweiß. Eiweiß vom Ei. Genau, und also wirklich, es ist super lecker Schaut und euch einfach das Video an. ja, auf alle Fälle. Ja, Und und macht's vor allem nach. Und richtig, dann. richtig. Aber auch abgesehen davon, dass wir uns jetzt zum Beispiel Eiweißprodukte jetzt irgendwie gegessen haben, sind wir aber auch essen gegangen. Also auch, Ja. ne, wo wir sagen, ey, wir haben Lust auf was Deftiges. Jetzt vor kurzem habe ich Spare Ribs gegessen, Stimmt. ne, Ja. Was und habe ich gegessen? Oh, Ente. Ente, Ente, genau. genau. Aber halt den Kloß, den leckeren Kloß hat halt der Johann bekommen. Genau. Und ich habe ein Dafür halt bisschen einfach einen Rotkohl. Salat und sowas, Genau, ne? und Salat gegessen. Und wir waren bestimmt die letzten 2 Wochen dreimal in unserem Lieblingssteakhouse. Ja. Ja, waren im Steakhouse und haben dann immer Rumpsteak gegessen mit Bohnen. Und Genau. aber trotzdem auch mit so einer Pfeffer-Sahnesoße. Also ist schon, glaube ich, okay. Und. Also mir kommt es nicht so vor, als würden wir großartig irgendwie verzichten. Also ist, ich habe nicht so den Eindruck. Also wir Ja, gehen ich ganz habe auch normal einen Gulasch essen. gekocht jetzt die Ja. Woche. Und genau, was haben wir zum Wir Gulasch haben dazu heute sogar gegessen? Gulasch Ja, stimmt, gegessen. wir haben heute haben wir Wildgulasch. Oh Gott, ey, wir sind hier voll die Fleischesser. So viel Fleisch essen wir gar nicht. Und ganz wichtig, da muss ich auch nochmal an da draußen appellieren: Qualität statt Quantität. Also, das ist sowas, sicherlich gucken einige Vegetarier zu. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde es wichtig, dass. Die Herkunft des Fleisches und ja, achtet da ein bisschen drauf. Lieber nicht so viel, sondern lieber etwas weniger und nicht so oft Fleisch. Und das sagt die, die gerade erzählt hat, dass sie die letzten 2 Wochen dreimal Steak essen war und zweimal Gulasch gemacht hat. Ja, aber wir essen auch sehr, sehr viel Gemüse. Ja, Und außergewöhnlich viel Gemüse ja, sogar. aber zum Gulasch, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Normalerweise haben wir oft Gulasch und Nudeln gemacht oder mit Kartoffeln oder mit Klößen oder so. Und jetzt haben wir es gemacht mit grünen Bohnen und Zuckerschoten und Zucchini, also so drei grüne Gemüsesorten. Und dazu Gulasch gemacht. Und ja, es war super lecker. Und dem Johann machen wir meistens dann ein paar Dinkelnudeln oder so, dass der dann auch noch ein bisschen seine Lieblingsnudeln trotzdem hat. Du aber mit deinem richtig. Echt? Genau. Genau. Richtig. Richtig. So. Ja. Was haben Ja. wir Uhren? Ach Ja, so. ach so. Ja. Kannst du ja nochmal was zu deiner Uhr sagen eigentlich? Ja, also wir haben uns auch nochmal einen Schrittzähler geholt und zwar ist wie von Champ, müssen wir es sagen? Hier müssen wir eigentlich nicht sagen. Aber jedenfalls ist es ein Schrittzähler, Was hat der der. gekostet? Ungefähr 50, 60 Euro? Ja, er war von 99 auf 59 runtergesetzt. Es ist auch eigentlich ein ganz einfaches Ding. Es kann zwar auch alles mit dem Handy irgendwie Aber auch schön synchronisieren. schlicht so Ja, also eigentlich. das war mir wie. Und ich merke es halt nicht. Also, das ist halt, das war mir schon wichtig, dass man es jetzt nicht merkt. Hat nicht über viel, also nicht übermäßig viele Funktionen.
tun. Einfach Schritte zählen, Tagesziele setzen, Uhrzeit anzeigen, Kalorien verbrennen, wie viele Kilometer man gelaufen ist. Also das ja, zeigt schon. Als wir so weit gelaufen sind, jetzt am Sonntag waren wir sehr weit oder sind wir sehr lange gelaufen, habe ich so gesagt, kannst du da, zeigt das auch an, wie viele Kalorien das sind? Und ja. Aber ich muss mal zeigen. Also ich habe ein Tagesziel von 10.000. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dann gesagt habe, okay, dann können wir uns auch ein Maßeis holen. Genau. So, und wir haben uns immer ein Tagesziel von 10.000 Schritten gesetzt, die wir eigentlich fast jedes Mal erreichen. Und jetzt schaut mal hier, wie weit ich heute... Warte. Guck mal, da ist sogar ein Smiley dabei. Nochmal. Warte. Ja, man sieht's. Also 99%. 99% schon erreicht. Das heißt... 9.984 Schritte habe ich bis jetzt schon gelaufen und die... Wir können ja noch ein paar Mal so diese Kniehochübung machen, dann... Ja. Oder machst du einfach ein paar Mal so? Nee, das mache ich nicht. Also Schummeln, da bin ich überhaupt gar nicht dafür, weil damit verarsche ich mich selber. Das ist ja eigentlich auch nur zur Kontrolle für mich. Genau, was auch wichtig ist zum Beispiel dabei, wenn man den Kinderwagen schiebt... Genau. Also den Kinderwagen schieben und die Uhr anlassen ist ein bisschen doof, weil dann wenn du dann 5000 Schritte gelaufen bist und guckst drauf und da stehen nur 500 Schritte, ist dann doof, weil du bewegst deine Arme halt nicht so viel. Deswegen habe ich mir diesen Schrittzähler einfach in die Hosentasche gesteckt. Da zählt dann nämlich alles mit. Perfekt. Läuft. Ja. Ich habe ihn übrigens auch, habe ihn noch gar nicht getragen. Ich hatte die ganze Zeit über mein Handy mir so einen Zähler runtergeladen. Das funktioniert zum Beispiel auch. Aber ich werde jetzt mal die Uhr probieren, weil ich finde das halt super motivierend, da drauf zu gucken und dann, oh, so viele Schritte und oh, ich habe mein Ziel erreicht. Und Das passiert auch total unbewusst. Also wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dann will man das auch irgendwie immer am Tag erreichen. Und dann guckt man nochmal so, ach, guck mal, ich habe 6000 Schritte. Ach komm, dann gehe ich nochmal einen Spaziergang und sowas. Dann passt das schon. Dann haben wir unsere 10 drin. Ja. Und in den meisten Fällen, was war unser Maximum, als wir, glaube ich, unser Haus aufgeräumt haben? Ach so, waren wir am Sonntag, 16.000 oder 18.000 Schritte oder so. Da war dann auch ein Maßeis drin. Ja. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Christian hat auch zu mir gesagt, hier, du sollst nicht so viel Smarties essen. Hatte ich gar nicht so viel gegessen, aber so ein paar. Und dann habe ich gesagt, ey, besser Smarties essen und... Sich bewegen, als Smarties essen und sich nicht bewegen. Und das ist ja auch sowas, das sehr motivierend ist mit der Uhr, dass man weiß, okay, ich bin heute echt gut gelaufen und ich esse dafür morgen früh ein paar Smarties. Am besten nicht abends auf der Couch, sondern lieber morgens. Und am nächsten Tag vielleicht, wenn man es aushält oder auch nicht. Genau, aber das ist sowas, da hat man es wirklich so schwarz auf weiß irgendwie, dass man weiß, ich bin gelaufen und ich kann es mir jetzt einfach erlauben, auch was zu essen, was jetzt nicht total gesund ist. Oder heute ist auch mein Eis drin oder so. Und vor allem nicht immer sagen, ich esse jetzt das und das. Ah, dafür laufe ich morgen mehr, weil das klappt nicht. Besser erst laufen und dann sagen, okay, es ist jetzt belohne ich mich drin. Oder umso glücklicher ist man, wenn man sagt, nee, heute verzichte ich auch nochmal auf was Süßes. Jetzt habe ich noch einen perfekten Tag. Und das ist so toll, das so wirklich zu sehen. Irgendwie, ich finde es super motivierend. Ja, das klappt auch einfach. Und wie gesagt, wir fühlen uns dadurch jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder dass wir den Eindruck haben, wir verzichten total auf unser ganzes Leben, nur damit wir jetzt irgendwie schlank werden. Nein, wir essen, also ich habe so den Eindruck, wir essen kontrollierter und stopfen nicht alles hinein, sondern wir sagen, okay, abends gibt es halt einfach keine, was weiß ich, wir essen kein Brot oder sowas, sondern machen das einfach morgens. Genau. Oder so. Und trotzdem passiert total viel und deshalb auch nochmal zu unserem Gewicht. Ich habe jetzt in Woche 3 und 4 quasi, ja, Woche 3 und 4 sind wir schon, oder? Ja. Ja? Ja, krass. Ja. Ja, ersten zwei, ja. Nicht ganz so viel abgenommen wie am Anfang. Aber, Gewicht schreiben wir euch einfach unten in die Videobeschreibung, dann unser Start und was wir aktuell wiegen. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich merke es total am Umfang. So, also ja. Oberschenkel, Po und so merke ich schon. Oder jetzt passt mir wieder so ein Blazer, der war vorher so eng an den Oberarmen. Und das ist so, daran merke ich es auf jeden Fall. Das ist voll schön. Also einfach das schon so zu merken. Hosen, die mir lange schon nicht mehr gepasst haben, die aber trotzdem noch bei mir im Schrank hängen, weil ich einfach zu faul bin, die wegzuschmeißen, habe ich dann wieder angezogen und merke, okay, jetzt fangen die auch noch an zu rutschen. Ja, oder der Gürtel geht plötzlich nicht enger. Also Gürtel, genau, letztes Loch und bei mir passt eine Hand zwischen. Ne? Ja. Und also das ist schon echt enorm, auf alle Fälle. Ja, ich hatte das Erlebnis, als ich bin am Wochenende Tante geworden, Patentante. Und ich hatte so eine Hose
Und es ist ein bisschen kompliziert, warum ich diese Hose hier hatte. Ich war mit meiner Mutter im Urlaub und wir hatten die Hosen vertauscht und ich hatte ihre und meine Mutter ist inzwischen schmaler als ich. Ja, auf jeden Fall hatte ich ihre Hose hier und habe gedacht, ah, die Taufe. Okay, ziehe ich meinen blauen Blazer an und diese Hose. Und ich dachte, was wäre meine Hose? Und ziehe die Hose an, war alles ganz normal. Und am Abend, als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, hä, das ist ja gar nicht meine Hose, das ist ja die Hose von meiner Mama, die ungefähr, ich weiß nicht, auf jeden Fall kleiner ist als meine eigentliche Hose. So, und jetzt ist meine Hose mir zu groß und jetzt habe ich mir überlegt, ich behalte einfach die Hose von meiner Mama. Das weiß nur meine Mama noch nicht. Tja, aber, ich glaube Mama. Ja. Ja, aber das sind so Erlebnisse, wo man sich denkt, oh, krass, jetzt passt mir das wieder. Und oder ich gehe oben an, auf den Dachboden und öffne die Kleidersäcke von Sachen, die mir lange Zeit nicht gepasst haben. Und so kommt man dem immer ein Stückchen näher und jede Woche ist es ein neues Kleidungsstück, was irgendwie wieder passt. Und das ist, da hat man es wirklich so richtig real irgendwie. Also nicht nur eine Zahl oder so, sondern es ist wirklich, dass sich irgendwie was tut. Und das ist die größte Motivation neben Christian und unseren Zuschauern Johann. Natürlich. Und Johann. Ja, und Johann, für den wir natürlich gesund sein wollen, auf jeden Fall. Ja, da kann man dazu kann man auf jeden Fall auch nochmal sagen, ich bin hier schon wieder total in meinem Element, dazu kann man auf jeden Fall auch sagen, dass es super cool ist, eure Reaktion, wie ihr uns schreibt, wie cool ihr das findet, dass ihr mitmacht, ihr Fotos postet und so. Deshalb, ich kann nur immer wieder dazu aufrufen, dass nicht nur wir sagen, hey, Mittwoch, Mittwoch, wir machen mit, sondern dass ihr das auch macht. Da war die Karte voll, weil ich mal wieder zu lange geredet habe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, postet ruhig, was ihr esst, was ihr fühlt, wie es euch geht, ob ihr mitwacht oder nicht. Ich weiß nicht genau, wo die Karte jetzt zu Ende war, was überhaupt noch drauf war. Aber wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen. Und wenn ihr mit dem Hashtag MittwochFitWoch uns berichtet, wie es euch dabei geht. Genau. Und nicht zu vergessen, ihr könnt bei unserem Programm natürlich mitmachen. Wir sind dann mal schlank, heißt unser Programm. Und ihr könnt das auch bei Patrick auf der Internetseite alles bestellen. Ja, ja, bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Warenkorb, wenn ihr den Gutscheincode Glückskind eingebt. Das schreibe ich euch aber auch nochmal unten in die Beschreibung. Und nicht zu vergessen, das Glückskind-Paket, da spart ihr 35 Euro. Genau. Genau. Ja. Richtig. Anstatt 135 gibt es das ganze Paket für 99 Euro, da ist auch ein Backeiweiß drin, alle Bücher, ein Koch, also nicht alle, aber viele Bücher, das 8-Wochen-Programm, genau. Die Ernährungsuhr, ist super, also da ist alles drin, ja, das nur so am Rande und denkt an das Gewinnspiel, ja, haben wir am Anfang gesagt, schreibt ihr uns einfach unten, ich will das gewinnen oder so und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sind dann mal schlank einfach. Wir sind dann mal schlank. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Video mit Patrick zusammen, was wir in Freiburg gedreht haben. Da geht es um unterschiedliche Themen, wie man optimal abnehmen kann und so weiter. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen tollen, tollen Mittwoch-Fitwoch und sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, hier an der Seite seht ihr jetzt noch Videos. Da oben seht ihr das Video zu unserem ersten Treffen mit Patrick in Freiburg. Dort stellt er sich vor, erzählt, was sein 8-Wochen-Programm alles kann und wir berichten euch darüber, ja, wie unser Mittwoch-Fitwoch startet. Da unten seht ihr noch ein Video von Patrick auf seinem Kanal. Schaut einfach mal vorbei. Dort erklärt er euch zum Beispiel seine Ernährungsuhr. Ja, ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!